Und dann kriegen wir es vielleicht noch mal hin, jetzt noch mal ein Tor zu zeigen. Aber man sieht schon, das Spiel fordert einen und es ist schwierig, ein Interview zu geben für Gamer Girls und gleichzeitig noch zu spielen. Aber vielleicht schafft es ja Mainz 05 noch mal gerade ein Tor zu machen gegen die TSG. Oh, ein Fehlpass zu Bonsé. Und die Namen, wo erkennt man die Spieler? Weil ich sehe die gerade nicht. Da unten, ja. Nur in Replays, die Namen der Spieler. Ja. Also ich habe jetzt zwar hier auch einen hochauflösenden LCD-Fernseher, aber dafür ist die Kamera einfach zu weit weg, um die Spielernamen zu erkennen. Das heißt, in den Replays und wenn halt Tore fallen, dann erkennst du die Spielernamen nochmal. Und du erkennst halt auch viele Spieler anhand des Gesichts. Aber jetzt mehr bei Bundesliga-Clubs, bei Top-Clubs aus Europa, weniger dann jetzt bei Zweitliga-Vereinen wie jetzt Mainz 05. Da hat man nur ein paar Charakteristiken übernommen, wie Haarfarbe zum Beispiel, wie bei Bonsé hier. Ansonsten... Also man muss sich schon da auskennen. Man sollte sich auskennen, um dann... Ja, nicht zwingend. Also wenn du Fan eines Vereins bist, dann hast du sofort einen großen Wiedererkennungswert einfach. Das fängt schon an bei der Aufstellung, dass natürlich die ganzen bekannten Spielernamen aus der Saison jetzt aufgeführt sind. Beim Einlauf wird sogar vom Sprecher angekündigt, die Spieler vom Verein, wie Bonsé zum Beispiel, in dem Intro dann für jedes Spiel. Und das ist dann schon ein bisschen wie live dabei. Grafik ist sehr schön. Ja. Da hat FIFA dann auch die Nase vor Pro Evolution Soccer im Moment. Das ist auch eine Stärke gewesen von Electronic Arts schon in den letzten Jahren, dass FIFA immer schöner aussah als Pro Evolution Soccer, aber dass beim Gameplay halt deutlich Schwächen da waren. Und hier hat FIFA dann sehr stark nachgeholt in den letzten Jahren. Und das ist jetzt auch dieses Jahr das erste Mal, dass ich sage, FIFA Soccer kann mein Pro Evolution Soccer erstmal verdrängen. Ja. Und ablösen. Und ich würde darauf hoffen, dass dann Konami im nächsten Jahr ein bisschen nachlegt. Konntest du ja schon online gegen einen Freund spielen. Ich habe gestern schon direkt mal online gegen einen Kumpel von mir gespielt, gegen den Paul. Paul, wer ist eigentlich Paul, wird sich jetzt jede Frau fragen. Paul ist ein guter Freund von mir. Und habe auch leider zweimal verloren, weil der Paul schon länger FIFA spielt als ich. Also er hat einen kleinen taktischen Vorteil gehabt. Aber es hat richtig Spaß gemacht. Die Online-Verbindung war ohne jegliche Probleme. Wir hatten keine Aussetzer gehabt, es lief alles flüssig. Wir haben auch über Voice-Chat über die Xbox miteinander geredet beim Spielen. Es hat alles super funktioniert. Da muss ich auch nochmal sagen, besser als Pro Evolution Soccer. Okay. Weil woran Pro Evolution Soccer dann auch noch krankt, online ist die Stabilität der Verbindung. Das heißt, du hast öfters mal Lags drin im Spiel. Unterbrechung, Ruckler, du machst einen Schuss und auf einmal ist der Ball ganz woanders. Ja. Und das ist zwar immer eine gute Ausrede, wenn man verliert, dass man sagen kann, hey, es waren die Lags, aber es macht einfach keinen Spaß, gerade wenn du vielleicht Liga-Ranking spielst und dann darauf angewiesen bist, dass du eine gute Verbindung hast. Ja.